Willkommen, Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter und heute mit etwas Persönlichem. Mit etwas Persönlichem, was mich gestern sehr, sehr verärgert hat. Denn irgendeine kleine hat das Video gemeldet vom Angeln wegen Nacktheit. Alter Leute, oder vielmehr, du weißt es ja, oder ihr wisst es, die es gemeldet haben. Was ist bei euch los? Ja? Was ist bei euch los? Seid ihr neidisch? Ja? Seid ihr neidisch auf meinen geilen Arsch gewesen? Oder seid ihr neidisch gewesen auf diesen riesen schwarzen Balken? Habt ihr alle irgendwie Probleme mit euch selber und kommt nicht klar mit euch selber und müsst deswegen das auf andere Personen projizieren, eure persönlichen Probleme auf andere Leute projizieren? Ich kann es einfach nicht verstehen, wie da hinten, hinterm Laptop oder hinterm Computer so eine kleine sitzt und dieses Video gegen Nacktheit meldet. Und das, was mich am meisten stört, dass einfach ein Teil meiner Fans, meiner Zuschauer dieses Video nicht sehen konnten, weil es FSK 18 gesperrt wurde. Alter, YouTube, was ist da los? Leute, was ist bei euch los? Und ich denke mal, alle wirklich intelligenten Leute, alle, die nur ein bisschen Grips in der Birne hatten, haben dieses Video wirklich gefeiert, weil es wirklich schön war. Es waren super Aufnahmen, es war ein richtig cooler Vlog, es war lustig. Und Leute, die Humor haben, haben auch verstanden, warum wir diesen Vlog so gedreht haben. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die in der Schule einfach nur von mir immer verkloppt worden sind oder von vielen Leuten, die die ganze Zeit in der Schulzeit verkloppt worden sind und jetzt einfach nicht mehr mit ihrem Leben klarkommen und einfach alleine leben. Alleine leben und frustriert sind und in ihren kleinen, engen Kämmerchen zu Hause sitzen und meinen, sie müssten anderen Leuten ihre Meinung aufdrücken. Provoziert euch ein schönes, ein gutes Video? Verstehe ich nicht. Werdet doch erstmal im Reinen mit euch selber. Kommt doch klar mit euch selber. Und dann könnt ihr über andere urteilen. Wenn ihr das erreicht habt, was wir erreicht haben, dann könnt ihr über uns urteilen. Aber vorher, Leute, erlaubt euch kein Urteil. Habt ihr eine Meise, Alter? Was ist bei euch los? Habt ihr zu viel Tanzen und Klatschen in der Schule gehabt? Es ist nicht nur das Video melden, ne? Das ist noch so eine andere Sache. Die Kommentare. Ihr kleinen Internet-Rambos, ja? Ihr kommentiert da fleißig irgendwelche Beleidigungen unter die Videos? Alter, ihr kommt her und sagt mir das persönlich in die Fresse. Dann oder wenn es eine ehrliche, angebrachte Kritik ist, kommt zu mir und sagt sie mir. Kein Problem, Alter, wirklich. 99,9% werden nicht die Eier haben, zu mir zu kommen und mir das persönlich zu sagen. Und das ist die Frechheit. Wenn ihr es macht, kommt zu mir persönlich und sagt es mir. Ey, Kevin, du bist scheiße. Okay, cool. Ich finde dich geil, weil du kommst zu mir und sagst mir, dass du mich scheiße findest. Aber macht nicht so eine Scheiße im Internet. Schreibt keine dummen Kommentare. Meldet keine Videos. Nicht nur von mir, sondern auch von meinen Freunden. Und an die Fans, ja, die meine Videos feiern, meine Videos liken, meine Videos teilen, über meinen Code kaufen. Ich bedanke mich bei euch von Herzen. Und ich bedanke mich auch von Herzen, dass ihr diese kleinen jedes Mal rund machen, weil ich habe genug Fans und darauf bin ich so stolz. Kommt ein dummes Kommentar, kommen gleich 30, 40 andere Kommentare, wie meine Fans diesen klein machen. Diesen und genau auf die Leute bin ich stolz. Ja? Ihr seid die geilsten, ich feiere euch und an alle anderen, die uns nicht mögen. Deabonniert mich, entliked mich, verpisst euch, blockiert mich, ihr interessiert mich nicht. Lieber habe ich 50% weniger Likes und Aufrufe, aber dafür ehrliche Likes und ehrliche Aufrufe, ja? Ihr aber Dankeschön an alle, die uns supporten, unterstützen. Wir bedanken uns und sagen Tschüss. Peace.